Herzlich willkommen zurück zu Turbo Dismount. Es geht endlich weiter und pass mal auf. Tada! Die Workshop-Level funktionieren endlich. Ich weiß nicht, was sich da jetzt dran geändert hat. Ich habe nochmal alle rausgeschmissen heute und habe gesagt, einen letzten Versuch starte ich für heute nochmal. Und es hat funktioniert. Super, super, super. Und wir können anfangen. Ich habe jetzt erstmal nur 7 Stück genommen. Wir schauen mal, was das heute so wird. Mein Charakter habe ich immer noch nicht personalisiert. Das mache ich allerdings zur nächsten Folge, versprochen. Hoch und heilig, versprochen. Ich habe aber keine Ahnung, was ich da für Gesichter drauf klatschen will. Vermutlich werde ich einfach mal meins nehmen. Workshop Level Racetrack. Ich bin sehr gespannt. Oh, nee. Damit, da gehen wir doch nicht mit der Lamüle drauf hier. Oh yeah. Wie geht's dir da drin? Alles klar bei dir? Ja, ich weiß, du hast noch kein Gesicht. Ach Mensch, Käthe ist es. Käthe. Mensch, ich weiß, du hast noch kein Gesicht, aber das ändern wir die nächsten Tage auch noch. Oh, der war gut. Oh, der war gut. Mal gucken, wie viele Runden du schaffst, du. Olle Zippe, du. Ich habe gelesen, dass es irgendwie schwer sein soll, so 2-3 Runden am Stück zu schaffen. Wow, wow. Aber es sieht doch gut aus bisher. Ich finde, Käthe macht das sehr gut. Ich bin begeistert. Ich bin sehr begeistert. Unfallfrei. Bisher. Da, oh, kurz vor Ende. Du sollst dich umdrehen. Danke. Nein, nein. Und sie fährt sich fest. Natürlich fährt sie sich fest. Auf einer runden Strecke. Moment. Klaus, du musst 2 Runden schaffen, das ist dir bewusst. Ne? Sonst blamierst du hier jeglichen autofahrenden Menschen männlichen Geschlechts. Nur damit das klar ist. Er schafft dich mal eine Runde. Ah. Aber das Auto fährt weiter. Oder auch nicht. Fahr weg, Auto! Du bist jetzt frei! Klaus braucht einfach ein männlicheres Gefährt. Was ist männlicher als der pinke Sport? Blitz, naja, Flitzer. Das pinke Ding. Und warum tue ich mir das eigentlich an? Warum tue ich mir das an? Big Air Compo. Wir können Punkte sammeln, indem wir fliegen. 140 ist das Ziel. Ich glaube, für den ersten Versuch peilen wir so 60, 80 Punkte an. Ist das... Und natürlich machen wir... Welches Vehikel geben wir den beiden denn diesmal? Wir machen jetzt den direkt nach dem letzten Duell. Hat Käthe gewonnen, dann müsste jetzt hier der Score eingeblendet werden. Hier, so da. Käthe 1, Klaus 0. Das ist das richtige Vehikel und Klaus darf zuerst. Oh Gott, oh Gott. Wir machen hier 3. Nein, ah, zu schnell. Ach, verdammt. Ich wollte gerade sagen, wir machen hier 3 Durchgänge. Jeder hat einen Testversuch. Das ist so peinlich hier. Jeder hat einen Testversuch und dann schauen wir einfach mal. Mrs. Dismount. Dann addieren wir die Punkte am Ende einfach zusammen. Und dann entscheidet sich, wer die Runde gewonnen hat. Ja, euer erster Versuch war ja von beiden richtig gut. Komm, wir nehmen einfach ganz standardtechnisch, aber wir dürfen nicht zu viel Speed geben. Sonst zerschellt er ja hier schon. Oh, 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 Klaus könnte Punkte holen. Klaus holt Punkte und 80 Punkte für Käthe. Auch nicht so viel. Ich hoffe, dass das mit den Tempo-Dingern da unten richtig hinkommt. Oh ja, ja, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und ebenfalls 80 Punkte für Käthe, natürlich. Warum denn auch nicht? So, Käthe macht direkt mit dem zweiten Durchgang weiter. Und, das ist zu schnell. Oh, das ist nicht zu schnell. What? Das ist... 120 Punkte. Der Aufprall zählt. Da muss der Klaus jetzt aber ganz schön einen hinterhauen. Schauen wir doch mal. Los, Klaus. Mach mich stolz. Mach mich stolz. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh nein, nur 100. Oh nein.
Nur 100. Verdammt, das ist die letzte Möglichkeit für dich, das weißt du, ne? Oh Gott, das passt doch wieder nicht. Und nochmal 100. Es sieht ganz nach 100 aus. Es werden 100. Klaus bleibt, hat einen Endscore von 280 Punkten. Und Käthe wird höchstwahrscheinlich mehr haben, weil Klaus ein Versager ist. Oh ja, oh ja. Und natürlich nochmal 120. Mensch, ich kann doch nicht alle Zettel hier. Ja, das heißt 2-0 für Käthe. Disziplin 3. Looping. Jetzt nehmen wir mal ein anderes Vehikel. Jeweils einer von den Ringen gibt einen Punkt. Beide und eine sichere Landung bringen 5 Punkte. Und jeder hat 3 Versuche. Testversuche gibt es diesmal nicht. Denn wir haben das richtige Vehikel dafür schon. Und Attacke. Oh 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 oh. Und ich hätte vielleicht noch mit reinrechnen sollen, was passiert, wenn man im Ring hängen bleibt. Ich glaube, das gibt 2 Punkte. Ja. Käthe startet mit 2 Punkten. Das wird so nicht schwer. Klaus, alte Säge. Klaus startet mit... Oh ja, oh ja. Auch mit 2 Punkten, aber der Idiot fällt raus. Klaus. Und jetzt hoffentlich mal mit mehr als 2 Punkten. Oh oh, nein. Ah! Und diesmal setzt er ihn noch auf den Boden. Und das, ja, das ändert an meiner Punktevergabe leider nichts. Ah, der Truck flieht. Lauf, du bist frei. Oder fahr, wie auch immer. Oh, Käthe. Käthe, das wird doch. Komm schon. Nö. Alles klar. Planänderung, ich muss gleich das Vehikel ändern, denn es steht 4-4 nach dem zweiten Durchlauf. Hm. Natürlich. Warum habe ich da nicht gleich dran gedacht? Oh oh. Zu wenig Speed. Ja, zu wenig Speed. Ah, Entschuldigung, Käthe. Alles okay bei dir da unten? Alles? Ist alles okay? Das sah nämlich schmerzhaft aus. Klaus, ich muss nur den zweiten Reifen da erwischen. Erreichen. Durchfahren. Wie auch immer. Oh Gott. Oh Gott, das endet doch genauso. Er trifft ihn nicht. 5-5. Oh, oh, das könnte zu wenig sein. Nein, das ist perfekt. Zwei Punkte für Klaus. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Käthe da mithalten kann. Ich hoffe nicht. Wenn die Runde auch noch gewinnt, richtig durch. Oh, sie hat mehr Speed. Oh. Was? Natürlich. Klaus verliert diese Runde natürlich auch. Locker flockig mit 10-7. Das war's mit dem ersten Teil vom Wettkampf Käthe gegen Klaus. Wir sehen uns in der nächsten Runde von Turbodismo und dann sehen wir auch, wer diesen Zweikampf vorerst für sich entscheidet. Momentan liegt Käthe mit 2-0 in Front. Klaus ist halt ein Versager. Und wie es weitergeht, wir werden sehen. Bis dahin. Tschüss.